Ich möchte kurz eine Vorbemerkung machen zu dem, was ich inhaltlich tun werde. Ich werde etwas abweichen von dem, was in dem Ankündigungstext drin steht, in dem es ja, also wo ich sozusagen so einen Zweischritt machen wollte, einerseits aus zur Rolle der Sprache in der Genese, im Werden von Subjektivität und dann daran anschließend etwas zur Frage, wie es zur Verselbstständigung von Begriffen kommt und wie das mit der Gesellschaft zusammenhängt. Davon bin ich jetzt etwas abgerückt, weil das zu viel für einen Vortrag gewesen wäre. Stattdessen werde ich mich eher sozusagen mit der, wenn man so will, sprachlichen Praxis beschäftigen, das heißt mit dem, was man mit dem Begriff Kommunikation verbindet. Und es scheint mir für das Thema dieser Veranstaltungsreihe auch sehr gut geeignet zu sein, weil Kommunikation ja auch gerade einer der Orte ist, an denen Ideologie produziert wird. Ich mache das ausgehend und in Auseinandersetzung mit zwei Autoren, nämlich mit Adorno und Habermas, also nicht mit zwei postmodernen Autoren. Ich glaube aber, dass sozusagen diese, also das, was ich da vortrage, vielleicht eine ganz gute Grundlage dafür bietet, sich ein paar Dinge, die in poststrukturalistischen Sprachtheorien vielleicht problematisch sind, zu diskutieren. Ich werd anfangen mit einer Einführung in das Thema, und versuche dann zu zeigen, worin erstmal der Begriff der Kommunikation in Adornos Theorie besteht und wie sich das sozusagen zu Habermasens Kommunikationsbegriff verhält, um dann daraus ein paar Überlegungen abzuleiten, was mit einem kritischen Kommunikationsbegriff für die Gesellschaftskritik vielleicht anzufangen ist. Zunächst aber ein paar Worte zu dem, was man landläufig unter Adornos Kommunikationsbegriff versteht. Es ist nämlich ein Gemeinplatz der Adorno-Rezeption, dass sich in Adornos Werk kein Begriff intersubjektiver Kommunikation oder interpersonaler Rede findet, der nicht von vornherein dazu dient, sie insgesamt als Moment der verdinglichten Praxis im Kapitalismus zu begreifen. Also meistens sagt man Adorno und Kommunikation, nö, das gibt es eigentlich nicht. Dass Adorno der Auffassung ist, dass intersubjektive Kommunikation zum, wie er es nennt, Ausverkauf der Wahrheit beiträgt und keinesfalls als ein Ort begriffen werden kann, an dem so etwas wie die Antizipation der versöhnten Gesellschaft stattfindet, darin sind sich Jürgen Habermas auf der einen Seite und Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser auf der anderen Seite einig. Also einerseits sozusagen die sogenannten Revisionisten in der kritischen Theorie, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Rainer Forst und so weiter, glauben genauso wie Vertreter der Adorno-Orthodoxie, dass es bei Adorno so einen Kommunikationsbegriff eigentlich nicht gibt. Wenn zwischen den Vertretern dieser beiden Richtungen auch sonst kaum Einigkeit besteht in der Beantwortung der Frage, ob bei Adorno so ein Begriff der Kommunikation zu holen sei, darin besteht Konsens. Also sind beide der Auffassung, dass das nicht der Fall ist. Die Differenz zwischen diesen beiden Positionen besteht nur darin, dass die Revision, also Adorno, also Habermas, Honneth und so weiter, darin ein großes Problem sehen, die Orthodoxie dagegen nicht. Diese recht wunderliche Übereinkunft zwischen zwei sonst nur antagonistisch verbundenen Theorieansätzen, also dass die besteht, hat meines Erachtens nach folgende Gründe. Mit dem Begriff der Kommunikation ist in den hier beschriebenen Kontexten nicht allein ein Gegenstand der kritischen Theorie gemeint, sondern ein methodischer Paradigmenwechsel verbunden. Seit der Veröffentlichung der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas
gilt es als ausgemacht, dass auch die kritische Theorie den sogenannten Linguistic Turn zu vollziehen habe, wenn sie denn nicht an Relevanz verlieren wolle. Der Vollzug der Wende zur Sprache wurde von Habermas nicht ohne Grund als Kommunikationstheorie durchgeführt. Denn gegenüber jener endgültigen Verdrängung des Sozialen, die Axel Honneth in Adornos Negativer Dialektik dergestalt vorfinden zu können glaubte, dass dort vom konkreten Handeln der Subjekte keine Rede mehr sei, es stattdessen pauschal als verdinglicht verworfen werde, konnte Habermas durch seinen Begriff des kommunikativen Handelns an die in den alltäglichen Handlungsweisen der Subjekte vorhandenen rationalen Strukturen und Potenziale anknüpfen. Der Bezug auf die so schon realisierten sozialen Formen der Vernunft diente Habermas vornehmlich dazu, die normativen Maßstäbe der kritischen Theorie vernünftig auszuweisen, was Adorno nicht gelungen sei. Da Adorno die bestehende Gesellschaft als ein unwahres Ganzes ebenso verworfen habe wie die gegenwärtigen Formen sozial- und geisteswissenschaftlicher Theoriebildung, blieben ihm nur noch das Eingedenken der Natur im Subjekt und die kritischen Potenziale der avantgardistischen Kunst, um normative Maßstäbe der Gesellschaftskritik zu gewinnen. Da aber sowohl die im Subjekt reflektierte Natur als auch die moderne Kunst als etwas Unbegriffliches zu verstehen seien, könne eine kritische Theorie, die die Vergesellschaftungsformen der Gegenwart kritisieren wolle, sie genau dazu nicht verwenden. Gegenüber der so zur Gebärde regredierten kritischen Theorie Adornos, das ist Habermas Urteil, versteht Habermas seine eigenen kommunikations- und handlungstheoretischen Anstrengungen als Reaktivierung jenes interdisziplinären Materialismus, der das Forschungsprogramm des Frankfurter Instituts für Sozialforschung in den 1930er Jahren bestimmt hatte. Worauf es einer kritischen Theorie der Gegenwart nach Habermas darum ankomme, ist die normative Rekonstruktion der Gesellschaft aus der Perspektive der Teilnehmerinnen am sozialen Handlungszusammenhang. Dass der Sprache als einer kommunikativen Praxis dabei so große Aufmerksamkeit zukommt, hat seinen Grund darin, dass die intersubjektive sprachliche Verständigung erstens etwas ist, woran alle Subjekte teilhaben und sie zweitens in Nuke die versöhnte Gesellschaft antizipiert und auf diese Weise schon realisiert, da die beteiligten Subjekte sich in ihr zwanglos hinsichtlich einer Sache verständigen, dabei ihr Wissen mehren und sich als Subjekte wechselseitig anerkennen. Da die Gesellschaft auch aus Habermas Perspektive aber nicht allein aus verständigungsorientierten Handlungszusammenhängen besteht, deren Medium die Sprache ist, sondern in Politik und Ökonomie Macht und Geld vermittelte Handlungszusammenhänge kennt, die den als Lebenswelt bestimmten Bereich des kommunikativen Handelns beständig zu kolonisieren drohen, ist die bestehende Gesellschaft nicht versöhnt. Ebenso wenig aber, und darum ging es Habermas in seiner Kritik an Adorno, ist die Gesellschaft als Ganze unwahr, denn in ihr finden sich ja in der Gestalt des verständigungsorientierten bzw. kommunikativen Handelns Formen realisierter Vernunft, an die die kritische Theorie anknüpfen kann und muss. Diesen hier nur skizzierten Paradigmenwechsel, den Habermas für notwendig erachtete, da die kritische Theorie sonst nicht mehr sagen könne, welche Realisierungsformen von Vernunft wie und warum kritisiert werden müssten und an welchen festgehalten werden dürfe, wollten und wollen die Vertreter der Orthodoxie nicht mitvollziehen, weil Habermas mit dem kommunikativen Handeln etwas zur realisierten Versöhnung aufblase, was an ihm selbst doch nur ein, wenn auch zentrales Moment sozialer Herrschaft sei. Der Schwerpunkt, den Habermas auf die formalen Kriterien der Realisierung vernünftiger intersubjektiver Beziehungen legte, sorgte außerdem dafür, dass der emphatische Subjektbegriff Adornos bei Habermas zu einem weitestgehend formalen Begriff eines rationalen Aktors zusammenschrumpfte. Leiblichkeit, Bedürfnisse, Wünsche, all diese für Adornos Subjektbegriff zentralen Bestimmungen tauchten bei Habermas nur noch als abstrakte Bestimmungen auf, die für die Form, in der sich das kommunikative Handeln realisieren soll, von nachgeordneter Bedeutung waren. Verabschiedet Habermas die Theorie Adornos also deswegen, weil Adornos Ansatz keinen Begriff des Sozialen bilden könne, mit dem das Soziale als das Ganze intersubjektiver Beziehungen angemessen bestimmt werden könnte, so weigern sich Tiedemann, Schweppenhäuser und andere,
Habermas' Paradigmenwechsel mitzuvollziehen, weil damit zugleich die subjektive Erfahrung und damit das subjektive Leiden ihrer konstitutiven Bedeutung für die kritische Theorie beraubt würden. Ich glaube, in dem Punkt haben Sie gegenüber Habermas definitiv auch recht. Möchte die Revision also eine Kommunikationstheorie ohne Adorno, so möchte die Orthodoxie Adorno ohne Kommunikationstheorie. Worum es mir im Folgenden vor dem Hintergrund der eben skizzierten Problemlage geht, ist zu zeigen, dass die Alternative, die sich zwischen Revision und Orthodoxie ergeben hat, sich als falsch entpuppt, wenn man den zu Beginn genannten Gemeinplatz bei Adorno gäbe es keine Theorie der Kommunikation verlässt und statt den höchst belesenen Rezipientinnen unterschiedlichster Couleur zu folgen, einen etwas genaueren Blick auf das wirft, was Adorno denn nun über Kommunikation gesagt hat. Das scheint mir, wie zu Beginn schon angedeutet, hier deswegen interessant zu sein, weil man dadurch sozusagen die Rolle, die Kommunikation für Ideologie spielt, vielleicht besser beleuchten kann. So, also nun zu Adornos Kommunikationsbegriff. Adorno hat an unterschiedlichen Stellen seines Werks betont, dass Sprache nicht in Kommunikation aufgehe, dass sie aber auch nicht ohne Kommunikation zu denken sei. Sprache als Ausdruck der Sache, das ist ein Zitat von Adorno aus den drei Studien zu Hegel, Sprache als Ausdruck der Sache geht nicht in der Kommunikation der Mitteilungen anderer auf, sie ist aber auch nicht schlechthin unabhängig von Kommunikation. Sonst entschlüpfte sie jeglicher Kritik, auch an ihrem Verhältnis zur Sache, und erniedrigte es zur willkürlichen Prätension. Sprache als Ausdruck der Sache und Sprache als Mitteilung sind ineinander verwoben. Zitat Ende. Entsprechendes gilt für den Begriff der Kommunikation selbst. Wird er nämlich vorschnell auf das reduziert, was er gewöhnlich bedeutet, nämlich intersubjektive Rede und Mitteilung, so wird der Begriff Adorno zufolge um sein Bestes gebracht, nämlich, noch ein Zitat, um das Potenzial eines Einverständnisses von Menschen und Dingen. Zitat Ende. Das klingt nun erstmal etwas wunderlich, weil man kann sich ja fragen, wie sollen Menschen und Dinge ein Einverständnis erzielen? Die Dinge können ja nicht sprechen. Das klingt nun auch erstmal so, als ob für Adorno die einzig relevante Form von Kommunikation eben gerade die sei, die in der Auseinandersetzung von Menschen mit Dingen geschehe. Aber das ist genau nicht der Fall, denn Adorno fährt fort. Er sagt, an der rechten Stelle des Kommunikationsbegriffs wäre auch erkenntnistheoretisch das Verhältnis von Subjekt und Objekt sowohl im verwirklichten Frieden zwischen den Menschen wie zwischen ihnen und ihrem anderen. Zitat Ende. Es geht also nicht darum, die Subjekt-Objekt-Kommunikation, also das, was man auch immer mit einem mimetischen Verhältnis des Menschen zur Natur verbunden hat. Es geht nicht darum, diese Subjekt-Objekt-Kommunikation an die Stelle der intersubjektiven Kommunikation zu rücken, sondern, und das ist wesentlich folgenreicher, darum, dass ein Kommunikationsbegriff im Sinne Adornos sowohl das Verhältnis von Subjekt und Objekt als auch das der Subjekte untereinander zum Gegenstand haben muss. Mehr noch, und das ist eine Sache, die bei Adorno eigentlich dauernd übersehen wird, Adorno begreift den Stand der Versöhnung selbst mit dem Begriff der Kommunikation, nämlich als Kommunikation des Unterschiedenen, in der das Unterschiedene ohne Herrschaft aneinander teilhat. Also die einzige Autorin, die auf diesen Punkt immer wieder hingewiesen hat, ist, soweit ich weiß, eigentlich die in Freiburg lehrende Ute Guzzoni gewesen, die also diesen Begriff der Kommunikation des Unterschiedenen sozusagen als einzige wirklich ernst genommen hat, nach meinem Verständnis jedenfalls. Das heißt, im emphatischen Sinne von Kommunikation kann man Adorno zufolge erst dann sprechen, wenn die sozialen Lebensverhältnisse nicht mehr durch die Herrschaft von Menschen über Menschen bestimmt werden, was eben implizierte, dass sich ebenfalls das Verhältnis der Menschen zu den Objekten wie zu ihrer eigenen Objektivität, also zu ihrer eigenen Natur, wenn man so will, ändern müsste. Wenn Kommunikation, wie hier von Adorno, als Form von Versöhnung gedacht wird,
dann ist damit eine Form wechselseitiger und herrschaftsfreier Teilhabe aller an der Kommunikation beteiligten Momente gemeint. Das lässt sich auch, wobei ich da jetzt nicht ins Detail gehen will, an Adornos Verwendung des Kommunikationsbegriffs in seinen kunsttheoretischen Arbeiten feststellen. Ein Zitat aus der ästhetischen Theorie: Lebendig sind sie, die Kunstwerke, als Sprechende auf eine Weise, wie sie den natürlichen Objekten und den Subjekten, die sie machten, versagt ist. Sie sprechen Vermöge der Kommunikation alles Einzelnen in ihnen. Dadurch treten sie in Kontrast zur Zerstreutheit des bloß Seienden. Mit Kommunikation, also wenn man, das ist ja auch nicht unmittelbar verständlich, was das heißen soll, Kommunikation alles Einzelnen in einem Werk, damit ist eigentlich nichts anderes gemeint als ein Prozess der wechselseitigen Bestimmung aller Momente eines Kunstwerks. Das heißt, jedes Moment eines Werks wird erst durch alle anderen Momente zu dem, was es ist. Und wenn man das weiterverfolgt bei Adorno, das nur ganz kurz, bedeutet das schlicht, dass diese Vorstellung von sozusagen Kommunikation als wechselseitige Bestimmung aller an ihr Beteiligter eine ist, die impliziert, dass Kommunikation, wenn sie denn gelingen soll, hierarchiefrei, also herrschaftsfrei ablaufen muss. Das ist etwas, was Adorno dann in seinen ganzen Arbeiten, speziell über die Musik Schönbergs aus der Phase der freien Atonalität, also bei allem, was um 1910, 1911 komponiert wurde, immer wieder betont hat. Also man muss an der Stelle einfach im Gedächtnis behalten, wenn von Kommunikation die Rede ist, im ganz emphatischen Sinne bei Adorno, heißt das so viel wie: alle, die an ihr beteiligt sind, bestimmen sich wechselseitig und können nicht ohne einander. Und gleichzeitig besteht zwischen ihnen, also Gleichheit im emphatischen Sinne, das heißt, es gibt keine Hierarchie. Das heißt, um das wieder auf den Begriff der Kommunikation des Unterschiedenen zurückzuführen, damit die als Versöhnung gelten kann, eine solche Kommunikation des Unterschiedenen, muss eben genau gewährleistet sein, dass die an der Kommunikation Beteiligten in ein solches Verhältnis der Gleichrangigkeit und Irreduzibilität gesetzt werden, sodass sie dann ihre jeweilige Individualität in einem solchen Verhältnis realisieren können. So, das heißt, Kommunikation wird von Adorno also nicht allein als ein sprachlicher Austausch von Argumenten begriffen, als solcher auch, und auch als ein solcher, der sich dann eben nach von allen akzeptierten Regeln vollzieht, das ist sozusagen das, als was Habermas Kommunikation begreift, sondern Adorno begreift, wenn man jetzt sozusagen das, was ich gerade über die Kunst, über die Kommunikation in der Kunst gesagt habe, auf die Gesellschaft überträgt, Kommunikation als einen materiellen sozialen Prozess, der erst den Rahmen für intersubjektive sprachliche Kommunikation bildet. Verwendete man den Kommunikationsbegriff allein für intersubjektiven sprachlichen Austausch, also so wie Habermas das macht, so blieben die sozialen Lebensbedingungen wie die jeweiligen subjektiven Erfahrungen der Kommunizierenden außen vor. Da diese, die sozialen Lebensbedingungen und die Erfahrungen der Subjekte, aber den intersubjektiven sprachlichen Austausch mitbestimmen, würde ein Kommunikationsbegriff, der sich nur auf intersubjektive sprachliche Kommunikation bezieht, noch nicht einmal dieser gerecht. Da intersubjektive sprachliche Kommunikation nun mal in bestimmten sozialen Lebenssituationen vollzogen wird. Also um eine solche bei Habermas vorzufindende intersubjektivistische Verengung des Kommunikationsbegriffs zu vermeiden, ist nach Adorno auch in der Kommunikation auf das zu reflektieren, was bei ihm sozusagen ein ganz zentraler Begriff ist oder ein ganz zentrales Gedankenmodell, nämlich der sogenannte Vorrang des Objekts. Das ist auch die Frage, was das heißen soll, Vorrang des Objekts. Unmittelbar einleuchtend, also weil das ja tatsächlich ein einigermaßen schwieriger Begriff ist, der immer wieder auftaucht bei Adorno und wo man sich auch immer wieder fragen kann, was das eigentlich soll,
man kann es jetzt, ich mache jetzt zwei Momente an diesem Begriff, hebe ich mal hervor, das sind sicherlich nicht alle, aber die sind, glaube ich, für den hier diskutierten Zusammenhang wichtig. Unmittelbar einleuchtend dürfte es sein, unter Objekt schlicht erstmal den jeweiligen Sachverhalt zu verstehen, über den kommuniziert wird. Das heißt, das Gelingen von Kommunikation kann dann nicht allein darin bestehen, dass die beteiligten Subjekte sich über ihre jeweiligen Ansichten verständigen, denn dann bestünde Kommunikation allein in der, Zitat Adorno, Mitteilung zwischen Subjekten nach den Erfordernissen subjektiver Vernunft. Zitat Ende. Dann herrschte in der Kommunikation ein Vorrang des Subjekts. Adornos Insistieren auf dem Vorrang des Objekts in der Kommunikation enthält dagegen eine ganz klassische Einsicht der philosophischen Hermeneutik, nämlich, Zitat Hans-Georg Gadamer, das Verstehen primär heißt, sich in der Sache verstehen und erst sekundär die Meinung des anderen abheben und verstehen. Dem Vorrang des Objekts in der Kommunikation gerecht werden heißt dann, dass sich die beteiligten Subjekte von der in Rede stehenden Sache bestimmen lassen. Das war das eine Moment. Das andere Moment des Objektbegriffs hier wäre das, was man materielle Seite des Subjekts nennen könnte. Wenn man das da, also wenn der Vorrang dieses Objekts, wenn man so will, auch beachtet werden soll, dann kann Kommunikation nicht allein als ein argumentativer Vorgang zwischen rationalen Akteuren verstanden werden, sondern sie muss als ein Prozess verstanden werden, in dem die Subjekte immer auch als sinnliche und bedürftige Wesen involviert sind. Die kommunikativen Beziehungen müssen dann demnach so gestaltet werden, dass die Subjekte darin ihre Bedürfnisse und Erfahrungen ausdrücken können. Und der Kommunikationsbegriff selbst muss gegenüber dieser materiellen Dimension der kommunikativen Praxis geöffnet werden, wenn er dieser nicht abstrakt entgegengesetzt werden soll. Also, das war im Grunde alles auch noch Vorrede. Zu Adornos genaueren Überlegungen zur intersubjektiven Kommunikation. Ich werde da einige längere Zitate verwenden, die bis auf die ersten beiden, die aus einem Briefwechsel mit Horkheimer stammen, eigentlich alle aus dem Minima Moralia sind. Also vor dem Hintergrund dieser Überlegungen jetzt zu Adornos Begriff intersubjektiver Kommunikation. Er hat in einem Brief vom 23. September 1941 an Max Horkheimer bemerkt, ein Zitat, nichts habe ich so stark erfahren wie die Beziehung zur Wahrheit, die in der Anrede liegt, und zwar in einer ganz spezifischen Weise. Es ist mir nämlich immer schwer gefallen und fällt mir im Grund heute noch schwer zu verstehen, dass ein Mensch, der spricht, ein Schurke sein oder lügen soll. Mein Gefühl vom Wahrheitsanspruch der Sprache ist so stark, dass es sich über alle Psychologie durchsetzt und dass ich dem Sprechenden gegenüber zu einer Leichtgläubigkeit neige, die in schreiendstem Widerspruch zu meiner Erfahrung steht und die im Allgemeinen erst überwunden wird, wenn ich von dem Betreffenden etwas Geschriebenes oder Gedrucktes lese, woran ich dann eben erkenne, dass er doch nicht sprechen kann. Meine fast unüberwindliche Abneigung dagegen, Lügen auszusprechen, hängt nur mit diesem Bewusstsein und gar nicht mit moralischen Tabus zusammen. In dem Satz, ein Mensch habe doch etwas gesagt und deshalb müsse es wahr sein, den alle Klugheit verlacht, steckt eben die Wahrheit, welche die Klugheit verrät. Also auf den ersten Blick klingt das erstmal irgendwie naiv, ja, also weil jemand was sagt, soll es wahr sein. Das kann man halt mal so sagen, aber was soll das heißen? Allerdings muss man auf einige Momente genauer achten, die Adorno hier in diesem Auszug gesagt hat. Er sagt ja also, ein Subjekt, das spricht, das heißt, ein anderes Subjekt oder mehrere andere Subjekte anredet bzw. mit ihnen kommuniziert, das unterhält eine Beziehung zur Wahrheit. Ist auch nicht unmittelbar verständlich. Die Frage, was soll diese Wahrheit sein? Die Wahrheit, mit der im Sprechen eine Beziehung unterhalten wird, ist nun nicht allein die Wahrheit des jeweils geäußerten Satzes. Zwar muss jeder geäußerte Satz, wenn er denn ein Satz sein soll, den Anspruch erheben, wahr zu sein, doch zugleich meint die Wahrheit, zu der im Sprechen eine Beziehung unterhalten wird, die Wahrheit der Beziehungen, die das sprechende Subjekt zu allen anderen angesprochenen Subjekten und zur in Rede stehenden Sache unterhält.
Das wird nochmal klarer, wenn man das mit einem Zitat von Horkheimer, das auch aus diesem Briefwechsel stammt, zusammenbringt. Horkheimer sagt da, die Sprache intendiert, völlig unabhängig von der psychologischen Absicht des Sprechenden, auf jene Allgemeinheit, die man der Vernunft allein zugesprochen hat. Die Interpretation dieser Allgemeinheit führt notwendig auf die Idee der richtigen Gesellschaft. Die Rede an einen richten heißt im Grunde, ihn als mögliches Mitglied des zukünftigen Vereins freier Menschen anerkennen. Rede setzt eine gemeinsame Beziehung zur Wahrheit, daher die innerste Bejahung der fremden Existenz, die angeredet wird, ja eigentlich aller Existenzen ihren Möglichkeiten nach. Soweit die Rede die Möglichkeit verneint, befindet sie sich notwendig im Widerstreit mit sich selbst. Also Horkheimer ist, wenn man so will, genauso naiv wie Adorno an dieser Stelle. Aber es ist eben natürlich nur, wie soll man sagen, also eine Naivität, die nur auf den ersten Blick besteht. Denn die Beziehung zur Wahrheit, die Adorno jedem sprechenden Subjekt zuspricht, kann man so verstehen, wenn man diese beiden Zitate, also Adornos und Horkheimers Zitat, zusammennimmt. Indem ein Subjekt mit anderen Subjekten spricht, erhebt es einerseits mit seinen Aussagen einen Wahrheitsanspruch und traut dem angeredeten Subjekt zu, die Aussage als wahr oder falsch bestimmen zu können. Dadurch spricht es andererseits diese Fähigkeit, mit den eigenen Aussagen einen Wahrheitsanspruch zu erheben, aktuell allen Angeredeten, potenziell aber überhaupt allen Subjekten zu. Indem sich alle Subjekte so in der Rede als gleichermaßen Wahrheitsfähige anerkennen, erkennen sie sich potenziell als Mitglieder eines Vereins freier und gleicher Menschen an, der real jedoch noch nicht existiert. Horkheimer hat das ja in diesem Zitat gesagt, er sagt da ja am Ende, in der Rede liegt die Beziehung zur Wahrheit und eigentlich die Anerkennung aller fremden Existenzen ihrer Möglichkeit nach. Und wenn die Rede das nicht tut oder wenn sie sich gegen diese Möglichkeit wendet, befindet sie sich notwendig im Widerstreit mit sich selbst. Das heißt, wenn man das übersetzen will, so viel, dass im Sprechen ein emanzipatorisches Potenzial steckt, das aber von der realen Redepraxis ständig unterlaufen wird. Das heißt, die Wahrheit, zu der in der Rede eine Beziehung hergestellt wird, ist demnach die eines noch nicht realisierten gesellschaftlichen Zustands und nicht allein die von propositionalen Aussagen, wobei diese Beziehung zu diesem noch nicht existierenden richtigen gesellschaftlichen Zustand auch nur dann hergestellt werden kann, wenn die Subjekte sich mit Aussagen aufeinander beziehen, für deren Wahrheit sie einstehen müssen. Nur also weil sprachliche Aussagen einen Wahrheitsbezug haben, den die Subjekte anerkennen können, können sie vermittelt über die Sprache nicht nur die Wahrheit ihrer Aussagen anerkennen, sondern auch sich selbst gegenseitig als wahrheitsfähige und das heißt als autonome und vernünftige Subjekte. Kurz gesagt, wer spricht, ist potenziell ein freies und gleiches Subjekt, auch dann, wenn die Einrichtung der Gesellschaft ihm diese Freiheit und Gleichheit aktuell verwehrt. Diese Bemerkungen Adornos und Horkheimers erinnern jetzt nicht nur entfernt an das, was es in einem frühen Text von Habermas über das emanzipatorische Potenzial intersubjektiver Kommunikation zu lesen gibt. Da sagt Habermas, das, was uns aus Natur heraushebt, ist nämlich der einzige Sachverhalt, den wir seiner Natur nach kennen können, nämlich die Sprache. Mit ihrer Struktur ist Mündigkeit für uns gesetzt. Mit dem ersten Satz ist die Intention eines allgemeinen, ungezwungenen Konsensus unmissverständlich ausgesprochen. Auch dann, also Zitat Ende. Auch dann also, wenn zwei Subjekte nur über die Wahrheit einer Aussage, die sich auf die in Habermas Sinne objektive Welt bezieht, streiten, stehen sie nur deswegen, weil sie menschliche Subjekte sind, in einer Beziehung zur Wahrheit bzw. in einer Beziehung zur Richtigkeit ihres gesellschaftlichen Zustands. Aus Adornos und an dieser Stelle auch aus Habermas Perspektive stehen somit alle Aussagen, mit denen sich Subjekte aufeinander beziehen, nicht nur die in einem explizit moralischen Sinne normativen Aussagen, in einem Bezug zur Frage nach der richtigen Einrichtung der Gesellschaft. Was in intersubjektiver Kommunikation gesagt wird, steht somit in Beziehung zu jener Kommunikation des Unterschiedenen, die als richtig eingerichtete Gesellschaft zwar noch nicht erreicht ist, deren Möglichkeit jedoch bereits in der Sprache angelegt ist. Ein weiteres Zitat von Habermas: Freilich würde sich erst in einer emanzipierten Gesellschaft, die die Mündigkeit ihrer Glieder realisiert hätte,
die Kommunikation zu dem herrschaftsfreien Dialog aller mit allen entfaltet haben, dem wir das Muster einer wechselseitig gebildeten Identität des Ich ebenso wie die Idee der wahren Übereinstimmung entlehnen. Insofern, das ist wichtig, gründet die Wahrheit von Aussagen in der Antizipation des gelungenen Lebens. Zitat Ende. Habermas und Adorno sind sich also darin einig, dass die Realisierung des in der Sprache liegenden emanzipatorischen Potenzials an nicht allein sprachlichen Bedingungen hängt. Auch die intersubjektive Kommunikation kann erst dann wirklich gelingen, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse so eingerichtet sind, dass sie die Autonomie und Anerkennung jedes Subjekts nicht länger ökonomisch und politisch einschränken, sondern in einem von der Theorie nicht vorweg zu bestimmenden Umfang fortschreitend realisieren und erweitern. Im Unterschied zu Habermas, der die in der Sprache enthaltene Rationalität unabhängig von konkreten Erfahrungen mit der realen sprachlichen Praxis im Kapitalismus ausdifferenziert hat, konfrontiert Adorno das in der Sprache vorhandene emanzipatorische Potenzial mit seiner ausbleibenden Verwirklichung in der sprachlichen Praxis. Na, das war das, worauf ich vorher hingewiesen hatte mit diesem Zitat von Horkheimer, wo er gesagt hatte, in der Rede liegt sozusagen eigentlich die innerste Bejahung der fremden Existenz, und wo das in der sprachlichen Praxis nicht geschieht, wendet sich die Sprache im Grunde gegen sich selber oder unterhöhlt ihre eigenen Möglichkeiten. Diese ausbleibende Verwirklichung des emanzipatorischen Potenzials lässt die Sprache aus Adornos Perspektive nicht unberührt, also das ist nichts, was man nicht verlieren könne, sondern was passiert, ist sozusagen, dass die Sprache selber angegriffen wird und mit einem Begriff von Alfred Lorenzer könnte man sagen, dass man im Kapitalismus immer Prozesse der Sprachzerstörung feststellen kann. Das heißt, ganz im Unterschied zu dem, was man bei Habermas findet, der diese sprachlichen Strukturen, dieses emanzipatorische Potenzial der Sprache im Grunde als etwas Transzendentales fasst, also als etwas, das unverlierbar vorhanden ist für Menschen, sofern sie willens dazu sind, sich darauf zu besinnen, begreift Adorno das durchaus in einem stärker historischen Sinne als etwas, was permanent bedroht wird. Es ist eben etwas historisch Bestimmtes. Und dieser von Adorno sogenannte antagonistische Charakter jeder bisherigen Sprache, der darin besteht, dass sie zwar ein emanzipatorisches Potenzial enthält, in der sozialen Praxis bislang jedoch nicht zur Befreiung geführt hat, sondern die bestehende soziale Unfreiheit gerade verlängert hat, das ist somit keine ihr äußerliche, bloß historisch zufällige Zutat. Bleibt das emanzipatorische Potenzial in der sprachlichen Praxis ungenutzt, so kann auch nicht garantiert werden, dass es auch weiterhin zur Verfügung steht. Auf diese Problematik stößt Adorno in einigen seiner sprach- und kommunikationstheoretischen Reflexionen auf die sprachliche Praxis in die Minima Moralia. Die sind jetzt, Fragmente generell in die Minima Moralia, auch etwas zugänglicher. Da heißt es: Das Zufallsgespräch mit dem Mann in der Eisenbahn, dem man, damit es nicht zum Streit kommt, auf ein paar Sätze zustimmt, von denen man weiß, dass sie schließlich auf den Mord hinauslaufen müssen, ist schon ein Stück Verrat. Kein Gedanke ist immun gegen seine Kommunikation und es genügt bereits, ihn an falscher Stelle und in falschem Einverständnis zu sagen, um seine Wahrheit zu unterhöhlen. Umgänglichkeit selber ist Teilhabe am Unrecht, indem sie die erkaltete Welt als eine vorspiegelt, in der man noch miteinander reden kann, und das lose, gesellige Wort trägt bei, das Schweigen zu perpetuieren, indem durch die Konzessionen an den Angeredeten dieser im Redenden nochmals erniedrigt wird. Also am Anfang ist das Zitat zugänglicher, am Ende wird es komplizierter, das gebe ich zu, aber diese Situation, von der Adorno da spricht, dass man sozusagen in der Straßenbahn steht und mit jemand redet und man die ganze Zeit denkt, was redet diese Person für einen Mist, und man dann aber sozusagen dazu geneigt ist, um des lieben Friedens willens zuzustimmen und zu sagen, so ja, okay, natürlich, vielleicht hast du ja doch recht und so. Das ist für Adorno sozusagen ein Problem, was er sozusagen Umgänglichkeit nennt, die selber, wie er sagt, Teilhabe am Unrecht ist und die sozusagen vorspiegelt, dass man sich versteht, aber eigentlich
versteht man sich gar nicht, weil man nämlich überhaupt nicht über den Sachverhalt, über den geredet wird, sich wirklich auseinandersetzt. Das heißt, wenn man versucht, das sozusagen begrifflich schärfer zu fassen, heißt das, dass man in einem Gespräch mit einem anderen Subjekt nicht auf Verständnis aus sein soll, in dem Sinne, dass man wieder besseres Wissen und mit dem Ziel, Konflikte zu vermeiden, Behauptungen zustimmt, denen man eigentlich widersprechen muss. Wer im Gespräch mit einem anderen Subjekt aber genau dies tut, zeigt eben diese Verhaltensweise, die Adorno Umgänglichkeit nennt. Man tut so, als verstünde man sich, als bestünde ein Einverständnis bezüglich der in Rede stehenden Sache, das jedoch in Wahrheit gar nicht besteht. Vermieden wird also der in der Sache angemessene Widerspruch gegen Aussagen, die, wie Adorno sagt, auf den Mord hinauslaufen, womit die Wahrheit der eigenen Aussagen unterhöhlt und die in Rede stehende Sache zugerichtet wird, nur damit der Anschein, man könne noch miteinander reden, aufrechterhalten werden kann. Also dieses emanzipatorische Potenzial, das für Adorno, Horkheimer und für den frühen Habermas sicherlich auch in dem Sinne in der Kommunikation steckt, wird in dem, was Adorno hier umgängliches Gespräch nennt, nicht eingelöst. Und dafür lassen sich zwei Gründe finden in dem Zitat, das ich gerade vorgelesen habe. Der erste wäre, die Vermeidung des Ausdrucks eines sachlich angemessenen Widerspruchs führt dazu, dass die Sache, über die man redet, selber missachtet wird. Also der Vorrang des Objekts, um den es gehen sollte in der Kommunikation, um den kümmert man sich nicht, weil man lieber sozusagen der anderen Person zustimmt, damit das Gespräch angenehmer verläuft, als sozusagen wirklich zu schauen, ob das, was die andere Person sagt, überhaupt sachgemäß ist. Der zweite Grund ist, dass auch das andere Subjekt, demgegenüber man sozusagen Konzessionen macht, indem man sozusagen ihr zustimmt, obwohl das falsch ist, was sie sagt. Dieses andere Subjekt wird dadurch selber erniedrigt, weil diesem anderen Subjekt nicht zugestanden wird, dass es sozusagen das Problem, das in der Sache liegt, selber auch verstehen kann. Das heißt, um noch ein Zitat zu bringen, ein kürzeres von Adorno, das böse Prinzip, das in der Leutseligkeit immer schon gesteckt hat, entfaltet sich im egalitären Geist zu seiner ganzen Bestialität. Herablassung und sich nicht besser dünken sind das Gleiche. Zitat Ende. Das heißt, das andere, das angeredete Subjekt, wird erniedrigt, wenn das Maß für den Ausdruck nicht die Angemessenheit an die Sache ist, sondern die Angemessenheit an einem dem anderen Subjekt unterstellten Geistesstand. Ja? Also man denkt sich halt, okay, also eigentlich hast du total Unrecht mit dem, was du gerade sagst, aber du bist halt leider zu blöd, zu verstehen, worum es wirklich geht. Und weil ich aber jetzt keine Lust habe, mich mit dir zu streiten, verzichte ich einfach drauf, zu sagen, worum es hier wirklich geht. Das heißt, was man da macht, ist, wie Adorno das dann wieder sagt, man unterhöhlt die Wahrheit des Gedankens, man entmündigt das andere Subjekt, man hält es für dümmer, als es wirklich ist, man traut ihm nicht zu, zu verstehen, worum es geht. Das heißt, indem man gerade versucht, Konflikte zu vermeiden, führt man, ohne es zu merken, eine Hierarchie ins Sprechen ein. Das heißt, man stellt sich gegenüber der anderen Person sozusagen in ein hierarchisches Verhältnis und traut der anderen Person nicht zu, sozusagen selber zu einem anderen Verständnis der Sache zu bringen, und man bringt sich selber dabei auch noch um die Möglichkeit, seine eigenen Ansichten durch die Ansichten der anderen Person vielleicht auch korrigieren zu lassen. Das heißt, das Aufklärungspotenzial, das in der Kommunikation besteht, wird zugunsten eines Einverständnisses, das nicht objektiv, nicht in der Sache, sondern nur intersubjektiv und in Ignoranz gegenüber der Sache besteht, aufgegeben. Der durch Umgänglichkeit vorschnell hergestellte Konsens bestätigt somit die falschen Aussagen des anderen Subjekts, verzerrt die in Rede stehende Sache und verhindert, dass das andere Subjekt sich im Gespräch über seine eigenen Aussagen in Auseinandersetzung mit der Sache und widerstreitenden Aussagen aufklärt. Stattdessen wird sein Kenntnisstand zementiert. Ebenso, auch wenn Adorno es nicht explizit sagt, verhindert so eine gönnerhafte Zustimmung, wenn man will, also so nach dem Motto, ja, ich weiß, du weißt es halt nicht besser und ich gebe dir jetzt halt mal recht, ausnahmsweise, weil du es bist. Also so eine gönnerhafte Zustimmung verhindert natürlich auch, dass man, das hatte ich gerade schon angedeutet, sich selber auch korrigieren lässt durch das, was die andere Person sagt, weil man das, was die andere Person sagt, im Grunde gar nicht ernst genug nimmt.
Das heißt, statt dem anderen Subjekt durch Widerspruch dazu zu verhelfen, vielleicht klüger zu werden, wobei man das natürlich immer wechselseitig denken muss, ne? Bleiben sozusagen alle Beteiligten an der Kommunikation bei einem defizitären Begriff der Sache stehen. Adorno sagt das dann auch nochmal in einem ziemlich heftigen Zitat, durch Anpassung an die Schwäche der Unterdrückten bestätigt man in solcher Schwäche die Voraussetzung der Herrschaft und entwickelt selber das Maß an Grobheit, Dumpfheit und Gewalttätigkeit, dessen man zur Ausübung der Herrschaft bedarf. Wenn man diese Stellen von Adorno liest, hat man häufig das Gefühl, oder kann sozusagen der Eindruck entstehen, dass es hier im Grunde so eine Art elitäres Verständnis in Kommunikation geht. Ja, es gibt jemand, der weiß genau, was Sache ist, und manchmal sagt das halt der anderen Person nicht, und das ist dann ein Problem. Der Eindruck kann entstehen, der ist aber falsch, wenn man sozusagen auf ein anderes Moment schaut, auf das ich gleich auch noch zu sprechen komme. Das Gespräch, das Adorno vorschwebt, in dem die dem Gespräch vorausgesetzten sozialen Hierarchien, die es ja nun mal eben gibt, nicht reproduzierend werden, wäre ein solches, in dem man die Sache möglichst adäquat ausdrückt. Ja, darum ging es ja gerade auch schon. Der Vorrang des Objekts, um den es vorher ging, gilt also auch und gerade in der intersubjektiven Rede, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits erfährt die Sache, über die geredet wird, einen Vorrang. Andererseits erhalten die Erfahrungen, Wünsche und Bedürfnisse des Subjekts, dessen eigene Objektivität also einen Vorrang, beziehungsweise auch sie müssen in der Kommunikation ausgedrückt werden können. Nur dann also, wenn sich alle an einem Gespräch beteiligten Subjekte primär darum bemühen, die in Rede stehende Sache möglichst genau und adäquat zu verstehen, können sie ihr jeweils eigenes Verständnis von ihr ausdrücken und sich zugleich von dem ebenfalls auf die Sache gerichteten Verständnis der jeweils anderen Subjekte korrigieren lassen. Dem Vorrang des Objekts wird man in der Kommunikation also am ehesten gerecht, wenn die unterschiedlichen Perspektiven der Kommunizierenden nicht vorweg identifiziert, sondern möglichst prägnant zum Ausdruck gebracht werden. Denn, und das ist auch wieder so ein sehr heftiges Zitat von Adorno, Kriterium des Wahren ist nicht seine unmittelbare Kommunikation an jedermann. Das heißt, man soll sich Mühe geben, wenn man so will. Ziel der intersubjektiven Kommunikation kann es demnach nicht sein, einen bestimmten Inhalt so auszudrücken, dass er unmittelbar von allen verstanden werden kann oder dass ihm unmittelbar alle zustimmen können. Das ist genau sozusagen die Stelle, an der man dann immer denkt, okay, also es ist, man kann sich ruhig total kompliziert ausdrücken und man muss gar nicht darauf achten, ob ein jemand versteht. Also das ist sozusagen der Verdacht, den man dann haben kann, der aber im Grunde sachlich nicht begründet ist, wenn man sich über die anderen Punkte, die ich gleich noch nennen werde, Gedanken macht. Wenn man das genau tut, den Inhalt sozusagen so zu kommunizieren, dass er von allen unmittelbar verstanden werden kann, dann ist das genau sozusagen Ausdruck dieser eben skizzierten Entmündigung der anderen Subjekte. Weil man ihnen eben vorweg unterstellt, dass sie das eh nicht verstehen würden, was man ihnen sagen will. Im besten Fall kann intersubjektive Kommunikation der wechselseitigen Aufklärung der Subjekte dienen, indem sie durch eine Konzentration auf den Gegenstand ihres Gesprächs diesen so zur Entfaltung kommen lassen, dass sich ihre eigenen Erfahrungen an diesem Gegenstand und an den Erfahrungen der anderen Subjekte brechen können. Dadurch wird das, was Adorno den Drang zur Einverleibung des Objekts wie des anderen Subjekts nennt, begrenzt. Denn könnte jedes Subjekt sich in der Kommunikation hemmungslos und ohne Rücksicht auf die Sache und die anderen Subjekte mitteilen, so wäre das Resultat nicht eine Konkretisierung und Präzisierung der eigenen Erfahrungen, sondern letztlich eine Versachlichung der beteiligten Subjekte. Also was mit Adorno sicherlich nicht zu machen ist, ist so etwas wie Verständnis aufbringen für Wutbürger. Also es geht nicht um sowas wie nicht darum, sozusagen Verhältnisse herzustellen, in denen alle hemmungslos alles immer sagen können, was ihnen gerade an Blödsinn durch den Kopf geht. Dazu ein Zitat. Das direkte Wort, das ohne Weiterungen, ohne Zögern, ohne Reflexionen dem anderen die Sache ins Gesicht sagt, hat bereits Form und Klang des Kommandos, das unterm Faschismus vom Stummen an Schweigende ergeht. Die Sachlichkeit zwischen den Menschen, die mit dem ideologischen Zierat zwischen ihnen aufräumt, ist selber bereits zur Ideologie geworden dafür, die Menschen als Sachen zu behandeln.
Das heißt, wenn man allein auf die Sache schaut in der Kommunikation und nicht auf das andere Subjekt, ist das nicht unproblematisch, sondern im höchsten Maße problematisch. Hieß Vorrang des Objekts bezüglich der in Rede stehenden Sache schlicht, diese Sache im Gespräch zur Entfaltung kommen zu lassen, so muss dies ebenso für die beteiligten Subjekte gelten. Ihren Erfahrungen muss als etwas Objektiven ebenfalls ein Vorrang zukommen, allerdings eben mit der Einschränkung, dass diese Erfahrungen sich aneinander und am Objekt brechen müssen. Nur in dem Maße, in dem die Subjekte ihre eigenen Erfahrungen an der Sache entfalten, kommt auch die Sache selbst zur Entfaltung. Der Vorrang des Objekts bedarf darum nicht eines weniger, sondern eines mehr an Subjekt, in dem Sinne, dass das Subjekt eben gerade nicht auf eine Verlaufsform des Austauschs von Argumenten reduziert wird, sondern seine eigenen, ansonsten vielleicht als abseitig empfundenen Regungen, die durch die Sache und die anderen Subjekte hervorgerufen werden, ernst nimmt und ihnen im Verhältnis zur Sache und zu den anderen Subjekten einen adäquaten Ausdruck verschafft. Die Möglichkeit einer solchen Kommunikation ist nach Adorno im Spätkapitalismus bedroht. Das heißt, das Aufklärungspotenzial, das mit der Sprache selbst verknüpft ist, droht ungenutzt liegen zu bleiben, beziehungsweise es droht zerstört zu werden. Das Potenzial zur Befreiung von objektivem Zwang droht umzuschlagen in eine nur noch ironisch zu benennende Befreiung von der Relevanz des Objekts und der anderen Subjekte. Dazu ein Zitat. Auch aus dem Minima Moralia. Unbefangenheit und Sachlichkeit in der Erörterung von Gegenständen verschwinden noch im engsten Kreis, so wie in der Politik längst die Diskussion vom Machtwort abgelöst ward.